Hallo zusammen und willkommen zurück in Hack the Truck. Heute geht's zurück von der SP1-Prüfung des Trailers und der Zugmaschine. Zurück in die Cave. Hat jetzt ein bisschen länger dort gestanden bei A6 Jung als geplant, weil so viele andere Termine zu erledigen waren. Aber nun ist es soweit, es geht nach Hause, um dann relativ kurzfristig in dieser Woche vorbereitet zu werden für den Abtransport in Richtung Essen Motorshow. Was da drin steht, das wisst ihr ja schon. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, richtig, richtig gut. Ja, wir machen es wieder so, wenn ihr Bock habt, ich nehme euch mit. Wir werden wahrscheinlich sehr ungemütliches Wetter zwischendurch haben. Aber vorher müssen wir noch ein paar Dinge erledigen. AdBlue-Tank ist leer, wir müssen noch ein bisschen Diesel tanken und so weiter und so fort. Also es ist einiges zu tun. Aber das kennt ihr ja schon so ein bisschen. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet und mit mir mitfahrt. Und schauen wir mal, dass wir dann unseren lieben Hacki sicher und in einem Stück, trotz der Witterungsbedingungen, nach Hause bringen. Wir fahren jetzt mal hier in Ramstein-Miesenbach ab. Kurz zum Autohof, ein Shell-Autohof. Wir haben ja Shell-Kraftstoffe besonders gern. Und dann werden wir ein bisschen AdBlue auffüllen. Was heißt ein bisschen? Wir werden den AdBlue-Tank voll machen und auch den Diesel-Tank, den Haupttank zumindest. Wollen auch nicht zu viel Gewicht unnötig mit uns rumfahren. Aber Hacki soll natürlich auch gleich einsatzfähig sein, dann von der Cave Richtung EMS. Insofern, da kommen schon wieder ein paar Kilometer zusammen. Übrigens für die, die es interessiert, wir haben jetzt mittlerweile 65.300 Kilometer mit Hack hinter uns gebracht. Ich finde, das ist schon ganz ordentlich. Und eigentlich toi toi toi, ohne großartige Probleme. Also die Zuverlässigkeit ist schon absolut gegeben und muss ja auch so sein. Ich meine, bei uns ist ja alles in Anführungsstrichen Kindergeburtstag. Wenn ich die Profikollegen hier immer sehe, die unterwegs sind, die haben ja ganz andere Dinge auszuhalten. Also insofern glaube ich mal, wird das schon sehr vermessen, wenn wir uns beklagen würden. Ja, jetzt nehme ich euch mal mit. Hier waren wir auch schon mal und haben auch schon mal, na, da hängen die Äste ein bisschen weit rein. Wir haben auch schon mal getankt. Das ist eigentlich sehr schön von der Zufahrt. Ne? Als Truckfahrer muss man ja immer so ein bisschen schauen, dass man auch rundherum genügend Platz hat zum Rangieren. Ein großer Autohof, aber sehr viel Platz, alle unterwegs. Jetzt gucken wir mal, wo wir denn hier ein bisschen Diesel und AdBlue bekommen können. Und dann schnappen wir uns den nächsten Platz. So ein bisschen hin und her rangieren hier. Aber da haben wir zumindest auch AdBlue, was schon mal gut ist. Ah, schön ist anders, aber das hilft jetzt nichts. Gerade reinkommen, ja, das kommen wir. Und dann haben wir hier gleich alles, was wir brauchen. Perfekt. Maschinenstopp, Tank auffüllen und weiter geht die wilde Fahrt. Da können wir mal schauen. 71,58 Liter AdBlue haben wir reinbekommen. Und jetzt tanken wir noch etwas Diesel auf. Mal schauen. Lustig, wo ist denn hier eine Literanzeige? Müssen wir gleich mal schauen gehen. Okay, also eine Literanzeige haben wir auf dieser Seite jedenfalls nicht. Dann gucken wir vielleicht noch mal drüben. Das ist ja lustig. Ich meine jetzt nicht ganz so schlimm, weil tanken müssen wir so oder so. Das ist auch probieren. Wunderbar. Aber ist sowieso egal, den Haupttank machen wir jetzt voll. Dann haben wir erstmal genügend, um weiterzukommen. Ein kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt noch rund 290 Kilometer zu fahren. Toi, toi, toi. Im Moment hält sich das Wetter ganz gut. 2 Grad Außentemperatur.
Ich habe aber schon gehört von Alex, Richtung Kiew wird es schneien. Das werden wir nachher dann natürlich auch ein bisschen genießen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hoffe ich mal, dass wir gut durchkommen und dass der Verkehr nicht zusammenbricht. Irgendwie ist es ja immer so, wenn so ein bisschen Schnee fällt, dass alle dann das Autofahren verlernt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir einigermaßen durch den Verkehr rutschen. Kommt demnächst der Feierabendverkehr. Wir sind jetzt so nicht weit von Stuttgart entfernt. Ne, ich muss mal kurz schauen. Stimmt gar nicht. Wir sind in Pforzheim jetzt. Oh, liebe Grüße gehen raus an unseren Freund Peer. Insofern denke ich mal, dass wir mit dem Feierabendverkehr in Stuttgart ein bisschen zu kämpfen haben werden. Aber danach sollte es dann eigentlich geordnet weitergehen. Ich hole euch dann automatisch wieder ins Fahrerhäuschen, sobald der Schnee da ist. Jetzt müssen wir erstmal hier durch eine große Baustelle. Da gibt es immer ein bisschen Verzögerung. Aber heute sieht es gar nicht so schlecht aus. Das LKW-Navi sagt 2 Minuten Verzögerung. Das wäre ja durchaus akzeptabel. Da haben wir schon hier gerade an der Stelle öfter gestanden. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Getankt habe ich ja vorhin. Im Moment haben wir aktuell beim AdBlue-Tank, das verstehe ich gar nicht, da muss er sich irgendwie verrechnet haben, 5450 Kilometer Reichweite können wir mit dem jetzigen AdBlue-Bestand fahren. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber gut, wenn er das sagt, dann wird das so sein. Mit dem Diesel, wir haben ja nur den Haupttank befüllt, nicht den Tank auf der anderen Seite, haben wir 2590 Kilometer Reichweite. Das ist soweit auch okay. Und aktuell, heute ist ein bisschen mehr, ein bisschen berghoch, bergrunter, ein bisschen gestanden mit laufendem Motor, sind wir doch bei 26,6 Liter Durchschnittsverbrauch. Das ist schon eine ganze Ecke. Ihr wisst ja, also wir haben Haki auch schon mal mit so ungefähr Pi mal Auge 20 Litern fahren können, 21 Litern fahren können. Das werden wir in der Form wahrscheinlich heute nicht ganz schaffen. Aber gut, weiter geht die Fahrt. Also, sobald ich hier im Stau weiterkomme. Tja, jetzt haben wir so langsam wohl den Winter erreicht. Jetzt sind draußen minus 2 Grad. Ihr könnt sehen, links und rechts liegt Schnee. Die Straße ist auch schon ziemlich schmierig. Auf der gegenüberliegenden Seite könnt ihr sehen, stockt der Verkehr kräftig, weil da vorne geht es so ein bisschen hoch und runter, Berg- und Talfahrt. Da kommt ein Schneeschieber. Salzstreuer etc. Also jetzt wird es winterlich. Ich bin mal gespannt, was das jetzt für mich und die nächsten Kilometer bedeutet. Wir haben noch 190 Kilometer, werden jetzt gleich mal unsere tariflich festgelegte Pause machen, sobald ich hier einen vernünftigen Parkplatz gefunden habe. Und dann soll es weitergehen. Ich bin mal sehr gespannt. Aha, da vorne kommt ein Schild. Dann schauen wir mal, ob wir den Parkplatz ansteuern können. Ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Also Richtung Kiew soll der Schneefall noch stärker werden. Und es ist manchmal nicht ganz so lustig mit dem LKW dann, weil der LKW natürlich immer den schweren Trailer auch zu ziehen und zu schleppen hat und entsprechend eben dann auch manchmal das Problem hat, dass er zu wenig Grip hat, wenn es zu rutschig wird. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und schauen jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Pause machen, 500 Meter noch bis zum Parkplatz. So. Gut wäre, wenn der nicht auf einer Steigung ist, der Parkplatz, sondern eher auf einem kleinen, nennen wir es mal Gefälle. Und das ist er. Damit wir nicht nachher beim Anfahren schon gleich Probleme haben. Und Platz ist da auch. Das ist gut. Eine Toilette ist da auch. Auch gut. Ja, also, wir hören uns später. Gentlemen, we start the engine again. Das kann man ein bisschen sehen, ne? Wenn ich mal die großen Scheinwerfer oben einschalte. Es schneit und es ist Winter. Weiter geht's. Wir haben 189 Kilometer durch Winterwetter. Wollen wir mal schauen. Haki bewegt sich langsam und vorsichtig.
Jetzt drehen schon mal die Räder durch. Jetzt gucken, dass er dem Kollegen da auf seine Eier hat. Das passt alles. So, da kommt jetzt, glaube ich, ein Auto. Müssen wir mal kurz gucken. Nee, tut nicht. Alles gut. Nicht, dass wir noch ein Problem kriegen. Ja, aber es ist schon, wie der Brite sagen würde, slippery. So. Straße ist schmierig und hat so einen leichten Schneefilm drauf. Jetzt wollen wir mal gucken. Also Hack hat eine Ganzjahresbereifung. Für ganz harte Fälle haben wir sogar Schneeketten an Bord. Aber wir sind in Diskussion, beziehungsweise in Gesprächen, Diskussion hört sich so doof an, in Gesprächen mit unserem neuen Reifenpartner Humo Tires, die auch richtig Bock hätten, Haki ein paar Winterschuhe zu verpassen und dann im Sommer entsprechend Sommerschuhe. Das ist vielleicht noch ein bisschen optimaler als so eine gemischte Bereifung. Wobei ich sagen muss, eigentlich funktioniert das relativ gut. Aber ich mache jetzt einmal ganz kurz auf den Zähler, dann stört einmal kurz. So, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Schon cool. Also, ich bin da genau wie Alex. Ich liebe auch den Winter und Schnee. Ich finde es urgemütlich. Also, man könnte jetzt hier noch so einen kleinen Tannenbaum eigentlich drin steht am schönen Knuddelkitschchen, dann gehört eigentlich ein Glühwein dazu, am Lenkrad natürlich ohne Alkohol, aber ein paar Kekse, ein bisschen Marzipan, ja, ich würde sagen, das ist sehr, sehr gemütlich. So, ihr könnt sehen, wir fahren gerade an Märklingen vorbei, also Stuttgart haben wir hinter uns gelassen, ging auch ganz gut mit dem Berufsverkehr, ist nicht ganz so schlimm gewesen, wie ich es gedacht habe, und ja, nun bin ich mal sehr gespannt, was uns die nächsten 187 Kilometer noch erwartet. Mein Navi zeigt im Moment keine größeren Störungen auf der Strecke an. Das ist gut. Und ich glaube, der Winterdienst ist schon gut im Einsatz. Also hoffen wir mal, dass es entsprechend gut wird. Wir sind noch auf der Autobahn unterwegs. Das große Winterchaos, was ich so ein bisschen befürchtet hatte aufgrund der Verkehrsnachrichten, hat uns jetzt bisher nicht getroffen und wir haben noch ungefähr 18 Kilometer bis zum Ziel, also alles gut. Haki und ich sind weiter gut on Tour, es ist kalt, 0 Grad, aber nichts Besonderes, ab und zu kommt mal eine Schneeflocke gefallen, aber ist alles okay, die Straßen sind gut vom Winterdienst bearbeitet. Grip ist auch gut, also alles in Ordnung. Ja, also jetzt haben wir dann die letzten Kilometer zu packen. Hinten drin ist übrigens der E63, mit dem ich heute Morgen rübergedüst bin, das habe ich noch gar nicht erzählt und vorhin ganz vergessen, da kurz nochmal einen Schnappschuss zu machen. Und der habe ich extra noch gewaschen, als ich ankam, weil der war so dreckig von der Tour, damit ich mich nicht beim Verladen komplett einsauge. Ja, aber jetzt haben wir es dann soweit für den heutigen Tag. War ein langer Tag. Früh heute Morgen losgefahren. Also ich muss mal kurz überlegen. 6 Uhr rum, glaube ich, gestartet. Und bis ich dann jetzt gleich in der Kirche bin, ist es so ungefähr 1945, 1950. Also es war schon mal wieder ein langer Trucker-Tag. Ein typischer Setteco-Tag. Und morgen geht es dann weiter mit den Vorbereitungen für die EMS. Übermorgen geht es dann los in Richtung EMS. Und das sollte wohl hoffentlich sehr cool werden. Also ich glaube, für alle, die kommen können, und der Rest wird es dann hoffentlich ja auf Social Media verfolgen, der TTS ist so schön geworden. So ein cooles Auto. Also alles gut. In dem Sinne sage ich jetzt, glaube ich, schon mal Bye-Bye. Vielen Dank, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt und wieder mit an Bord wart heute.
viel Spannendes gibt es jetzt nicht mehr. Also ich werde, glaube ich, auch heute Abend nur noch schnell ausladen. Und das war es dann auch. Alex musste schon los. Den treffe ich gleich nicht in der Cave. Und insofern wird das ein bisschen schwierig dann mit dem Film, wenn ich gleichzeitig am Packen bin. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch, Abend oder wann ihr auch immer das Video gesehen habt. Habt eine gute Zeit. Denkt bitte an die Glocke. Ja, abonnieren nicht vergessen. Ein Like da lassen wäre auch immer sehr nett. Und kommentiert ruhig, ob euch das gefällt oder nicht gefällt. Konstruktive Kritik ist immer gern genommen. Also in dem Sinne, habt eine gute Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal.